Ja, ich sag mal, willkommen zu einer neuen Folge von Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Und bevor wir hier direkt zu den Neuigkeiten kommen, denke ich mir, ich zeige euch noch was, das möchte ich auf jeden Fall vorführen. Das habe ich hier bei Robbie gesehen und ja, ich muss ehrlich zugeben, kannte ich bis dato noch nicht. Robbie ist hier bei uns im Forum. Also bei forum.survivetheforest.net ist der Robby, der an und für sich immer einen Multiplayer-Server 24 Stunden rund um die Uhr für uns bereitstellt und ab und an spielt er auch selbst mit, wenn's hier zeitlich ausgeht. Ja, und dafür auf jeden Fall einen großen Dank an Robby. Das ist wirklich nett von ihm, dass er hier einen Multiplayer-Server macht, wo wir alle gemeinsam oder eben manchmal auch alleine zocken können. Einfach um zu gucken, wie ist vielleicht auch im Multiplayer und bei ihm habe ich was gesehen. Da denke ich mir, ach, vielleicht kennen das andere auch noch nicht. Einfach runterhacken und dann im Halbkreis mit der Maus ziehen, nachdem man die Koffer so im Kreis zusammengestellt hat. Ja, ich habe hier einfach runtergehackt, durch rüber gezogen und das war's. Ja. So, ich hacke jetzt die anderen Koffer noch auf. Wir suchen uns was Bestimmtes raus. Ja, wir haben hier ein neues Item. Das hier quasi ganz neu dabei. Die Armbanduhr. Ja, ihr seht das am Icon oben. Unten im Koffer liegt auch das Item selbst drin. Also oben das Icon, unten das Item. Icon, Item, oben, unten. Ja, ich nehme das raus, Icon weg, Item weg. Ich gucke dann auch ins Inventar und sehe, ja, die Uhr ist da. Ich habe da vorher schon eine gesammelt. Ja, einige, also zwei. Und das jetzt die Zutat, die benötigt wird für die Zeitbombe, zusätzlich. Ja. Das heißt, ohne die Armbanduhr geht nichts, ist keine Zeitbombe herzustellen. Ja, und ich sag mal, vielleicht habt ihr auch schon eine Vermutung gehabt. Das sage ich mal, Dank an den Philipp Hess, der das auch auf YouTube bei mir kommentiert hat. Einfach mal den Wagon-Mode benutzen. Ja, bis gestern, wo auch der neue Patch rauskam, muss ich ehrlich zugeben, habe ich das noch nicht in Betracht gezogen. Bis gestern. Ja. Und ich gehe auch in der Zwischenzeit mal die Änderungen mit euch dann durch. Auf dem Weg, was die Gegner betrifft. Wir gucken auch rein, was gibt es hier Neues beim Bauen. Hier gibt es nichts Neues, hier gibt es auch nichts Neues. Das Klettern ist ein bisschen verbessert worden. Das heißt, der Bug, den es ja gab an und für sich, dass hier, wenn die Spielfigur zittert oder ihr gerade kalt ist, dann steckt man hier am Stück fest beim Klettern. Das heißt, man kann sich nicht mehr bewegen. Und das jetzt soll laut den Patch Notes nicht mehr der Fall sein, ist aber teilweise noch der Fall. Ja, es gibt aber für den anderen Teil, wo das noch der Fall ist, gibt es Abhilfe. Das zeige ich euch dann später. Ja. Die Baumbrücke. Die ist jetzt in der Handhabung beim Bauen verbessert worden. Das heißt, das einfache, das Ding zu bauen. Im Multiplayer lässt sich das Ding aber leider noch immer gar nicht bauen. Ja, das ist schade. Die Abwehrstacheln ist im Multiplayer auch leider nicht ganz funktionstüchtig, da die Gegner durchlaufen. Und beim Holzpfad war das bisher so, wenn man den gebaut hatte und das Spiel gespeichert, war dann nach dem Laden nicht mehr da. Das ist jetzt behoben. Der Hasenkäfig soll so weit wieder funktionstüchtig sein, dass sich die Hasen entnehmen lassen. Ich sag das auch. So eine 50-50 Chance. Ja. Das nicht immer. Manchmal. Manchmal nicht. Und an und für sich gibt es hier neben der Armbanduhr Neuerung Nummer 2. Wo haben wir das drin? Genau. Wir haben jetzt das eigene Fundament. Ich nehme das auch mal raus. Das kann ich wie immer hier in der Höhe auch verändern oder an den Boden dran pappen. Bisschen rumfahren. Und ich denke mal, ich führe das jetzt einfach mal so vor. Ich pappe das hier einfach irgendwo dran.
Und wie wir hier am Icon sehen, linke Maustaste. Ja? Nicht einfach Taste E, linke Maus. Kommt ein zweites Icon, das heißt, man hat es hier hingepappt. Ich laufe mal einfach rüber. Und hier kommt einfach so eine Schiene Fundament raus. Und ich denke mir, Mann, wie lang kann das denn noch werden? Und ich denke mir so, gucken wir es uns an. Und irgendwie denke ich mir, ja nee, das war jetzt ja auch schon lang genug, ne? Wer baut denn sowas? Ja, auf jeden Fall geht es dann weiter. Entweder linke Maustaste, ganz weg das Ding. Oder, also rechte Maustaste ganz weg oder linke Maustaste hinpappen. Ja, jetzt kommt ein zweites Icon, sagt E. Ich kann dich jetzt fest dran pappen. Das heißt, ich habe das Ding, das ganze Ding einfach dran gepappt, wie es ist. Oder ich will das nicht. Ich bewege mich hier weiter weg und ziehe hier einfach noch ein Stückchen raus. Ich mache hier nochmal linke Maus. Ich bewege mich wieder weiter. Und ja, hier schnappt an und für sich nichts ran. Und ja, wenn ich jetzt sage, ich will das so hier haben, dann mache ich das hier auch noch fest. Linke Maus. Und dann mache ich einfach Taste E. Ganz wichtig, dass ihr hier den letzten Punkt, den ihr haben möchtet, festmacht. Denn mit der Taste E verschwindet hier das Ding. Und das, was übrig bleibt, ist hier das, was ihr dann bauen könnt. Und egal, wo ihr das dran habt, das Holz, die Baumstämme, es beginnt hier am Anfang und hört am Ende auf. Das heißt, das ist unabhängig davon, wo ihr steht, wenn ihr hier rangeht und mit dem Baumstamm E drückt, wird er am Anfang dran gepappt. Ja, das geht einfach von Anfang bis zum Ende durch und mit Taste C kann das gelöscht werden. Das erwähne ich bewusst aus diesem Grund. Das ganze Ding verschwindet mit einem Satz, ja. Ratz, fatz, ratze, putz, weg. Ja, und ich sag mal, bei Neuerung Nummer 3, die sich ja aus zwei Teilen zusammensetzt, das ist hier das eigene Fundament, gibt es hier auch noch die experimentellen Wände. Und ich sag mal, Hut ab, ja, sieht hier aus wie ein dicker Bambusstock oder auch einfach eine Matte zusammengerollt mit Fäden festgehalten. Ich pappe das mit der linken Maustaste wieder dran und ich mache hier ein endlos Dingens draus. Ja, so wie das Fundament passt sich das dem Untergrund an. Ich kann das frei bewegen. Ja, in der Länge bestimmen, machen damit, was ich möchte. Aber ich mache das jetzt nicht so. Ich mache das ein bisschen kürzer, wieder mit linker Maustaste. Nochmal linke Maustaste. Ja, fahr hier noch rauf. Mach wieder linke Maus. Und dann schnappst du hier ein. Genau. Und dann mache ich. Ganz wichtig, wenn das einschnappt, reicht die linke Maustaste zu drücken und man muss nicht E drücken. Das erkennt von ganz alleine hier automatisch, was hier Sache ist. Ja, und ich sag mal, ist klar, wir kommen hier nicht raus, wenn wir das fertig bauen. Darum gibt es auch dieses komische Icon hier. Ja, mit der Taste R. Ich drück drauf. Wir kriegen ein Fenster. Gut, zum Rausgehen umständlich. Ich gehe nochmal hin, drück Taste R und krieg eine Tür. Ja, nochmal Taste R ist wieder zu und ich sag mal, das bewegt sich auf jeden Fall in die richtige Richtung. So macht mir The Forest Spaß. Ja. So hat das auf jeden Fall anständig auszusehen. Boah, das sind auf jeden Fall die Neuerungen beim Bauen. Ich sag mal, wir haben hier noch ein paar Neuerungen. Die Tiere spawnen wieder kräftig. Und hier ist noch eine ganz brandneue Neuerung. Wir nehmen die Fahrt jetzt einfach hier auf. Ja, hier. Das sind Eichhörnchen. Ja. Eichkätzchen, Eichhörnchen, wie man es nennen möchte. Das nicht, das ist ein Hase. Ja, wo sind die blöden Biester jetzt? Ja, niedliche Kerlchen. Ja, hier ist wieder so ein Vieh. Ich finde das wunderbar, ja. Ich sag mal, anstellen kann man mit den Tieren noch nix. Klar, man kann sie umbringen, muss aber nicht sein, ihr kennt's ja. Aber das hier eine ordentliche Neuerung, ja. Und das Spawnen, wie gesagt, die Tiere spawnen hier kräftig und munter vor sich dahin. Da gibt's überhaupt kein Problem. Ja, ich sag mal teilweise auch zu heftig und manchmal spawnen die einfach aus dem Nichts heraus.
Ja, das heißt, wenn man hier irgendwo ein bisschen länger stehen bleibt, da pappen die Tiere hier aus dem Boden raus. Ja, gerade wahrscheinlich nicht. Ja, hängt natürlich auch, denke ich mal, von den Gebieten ab, in denen man sich bewegt. Da gibt es wohl auch das eine oder andere Areal, in dem nicht so gut zu spawnen ist für die Tiere. Aber gut, ja. Den Wagon Mode, ich sag mal danke, ja, an den Philipp Hess. Denn im Endeffekt bin ich da wirklich froh drüber, die Erinnerungen bekommen zu haben. Oder es überhaupt im Kopf gehabt zu haben, ja. Die Kannibalen in dieser Version sind definitiv extrem ruppig, ja. Wir haben hier Änderungen im Bereich der Höhlenkannibalen, die nicht nur ein bisschen mehr Energie besitzen, sondern auch ein bisschen mehr austeilen können. Möchte sagen, gut, ja. Ist jetzt nicht so tragisch. Ich bin ja nicht so oft in der Höhle. Da kann ich sagen, gut. Wir haben natürlich auch Änderungen bei den Kannibalen, die hier am Land rumlaufen. Was ist das? Oh, ja, gut. Das ist auch schön. Und das heißt jetzt hier, grundlegend ist es so, dass die nicht mehr fliehen, wenn man hier in der Gruppe einen umbringt. Ja. Das Ganze macht das mit einigen anderen Änderungen in dieser Version doch ein bisschen mehr zu einem Survival Game. Ich unterbreche auch ganz kurz mal. Ihr seht, hier liegt die Leuchtpistole in der Höhle, ja. Aber sie funktioniert nach wie vor nicht ganz richtig. Ja, also Hoffnung bitte zur Seite legen. Wir haben hier auch Wasserfälle jetzt neu in der Höhle. Sieht alles ein bisschen atmosphärischer aus. Ja, gefällt mir gut. Ja, dann kommen wir wieder zu den Kannibalen. Bei den Kannibalen an Land ist, wie gesagt, so, dass die, wenn man einen in der Gruppe tötet, die fliehen dann nicht mehr und dadurch wird The Forest definitiv mehr zu einem Survival Game. Wenn man hier auch die Änderungen betrachtet, dass die Kannibalen jetzt auf jeden Fall, ich sag mal, mit 10 Mann keine Seltenheit sind. Die Aggressivität ist grundlegend recht hoch, sage ich mal, im Vergleich zu den vorherigen Versionen, obwohl das auch nicht ganz ohne war. Aber ich sag mal, durchlaufen, ein bisschen weglaufen, das war ja alles kein Problem, ja. Wagon Mode mal nicht aktiviert, auch nicht so stressig, ja. Aber hier ist nichts mehr damit. Das ist nicht mehr lustig. Auch wieder kurz zur Unterbrechung. Höhle 2. Ankerhöhle endet hier. Ja. Hier gibt es kein Weiterkommen mehr. Die Höhlen sind im Layout verändert worden. Ein bisschen. Die Räume ein bisschen attraktiver gestaltet. Ihr seht auch von der Atmosphäre, das wirkt auch ganz anders. Ja. Ich sag das viel stimmiger. Definitiv. Ja, und wir kommen wieder zu den Kannibalen zurück, während ich hier die Höhle auf der anderen Seite verlassen werde. Denn es gibt ja auch Änderungen bei den hungrigen Kannibalen. Und das heißt, die treten jetzt in bis zu 3 Personen, wenn man das so nennen kann, pro Gruppe auf. Ja, und machen einem dementsprechend das Leben schwer. Ja, dem aber nicht genug, wenn die einmal Fahrt aufgenommen haben, und das meine ich wirklich so, wenn die mal Fahrt aufgenommen haben, dann kann das hier schon vorkommen, dass die sogar die Spielfigur beim Laufen einholen. Ja, also die haben hier richtig an Geschwindigkeit zugelegt. Ihr habt gesehen, in der Höhle ist auch ein bisschen was verändert worden. Ja, und ich sag mal, viel Spaß beim Erkunden, beim eigenen Erkunden der anderen Höhlen.
Ja, und ich würde jetzt an und für sich direkt mal mit euch ins Hauptmenü, um noch eine Änderung durchzugehen. Ja, sieht anders aus, ne? Ist, ich sag, recht schlecht gehalten worden, simpel, einfach, ja, auch im Optionsmenü. Ja, es ist auch für das Optionsmenü für die was ist das? Für die Darstellungsdistanz oder für die Grasdarstellungsdistanz ist hier ein Regler versprochen worden. Ja, ich denke mal, der hat sich hier nicht eingefunden. Auch wenn man im Spiel drin ist, ist der Regler nicht da. Das ist einfach nach wie vor so ein Menü zum Runterklappen. Oh, very low. Wir haben das eingestellt. Nochmal Medium, damit es nicht zu viel wird. Ja. Das an und für sich eine optische Änderung. Modern, simpel, schlecht, einfach. Ja, ich finde es nicht schlecht. Vielleicht fehlt noch ein nettes Hintergrundbild. Und ich aktiviere jetzt nochmal den Wegen-Mode. Denn bevor wir hier ein neues Spiel einsteigen, möchte ich hier erwähnen, dass wir an und für sich gestern das Update hatten auf die Version 0.11 von The Forest. Also 0.11. Und irgendwie fand ich das gerade komisch. Denn vorhin hatte ich noch mal geguckt auf der offiziellen Seite und da ist dann gestern tatsächlich noch ein Patch rausgekommen auf die Version 0.11a. Ja, in den Steam-Foren hat das irgendwie niemand angesprochen, sonst in keiner anderen Community kam mir das unter. Interessant, das ging an allen vorbei. Die Änderung ist auch nicht groß für 0.11a. Ja, ein bisschen Audio-Bug-Fixing hat es gegeben, also alles was Töne, Klänge, Musikstücke betrifft. Ja, so ein bisschen. Und dennoch, obwohl es die Version 0.11a ist, haben wir hier im Hauptmenü stehen 0.11b. Ja, ich finde es natürlich ein bisschen komisch. Man möchte mich bitte nicht fragen. Ich habe nämlich keine Antwort drauf. Und darum steigen wir auch direkt ein neues Spiel ein. Wegen-Mode ist aktiviert. Das Intro überspringe ich nicht wundern, wenn es jetzt scheppert. Ja, und hier sind wir an für sich auch wieder. Ja, warum habe ich jetzt das Intro übersprungen? Ist wirklich ganz einfach. Es gibt nichts Neues im Intro. Ja. Das ist jetzt nicht gerade aufregend. So, ich hole mir jetzt gerade mal ein bisschen Stoff. Einfach ein bisschen Stoffzeug. Wir basteln uns hier einfach Pfeil und Bogen. Und ich denke mal, das sind wir auch ganz gut unterwegs. Ja, und was die Neuerungen betrifft, gibt es natürlich auch was im Multiplayer. Im Multiplayer gibt es jetzt einen ja, den sogenannten Cloud-Speicher. Und man möchte sagen, oh, Cloud, wieso? Ja, weiß auch nicht. Ist aber jetzt etwas, was im Hintergrund passiert, nicht gerade großartig zwanghaft ist, muss ich erwähnen, das ist ganz gut. Das heißt, ich weiß nicht genau, wann hier gespeichert wird in der Cloud, aber beim Laden ist das so, man bekommt es gar nicht mit und sollte hier kein lokaler Spielstand vorhanden sein, wird in der Cloud geguckt, ja, ob es natürlich was gibt. Und da wird ja der letzte Spielstand, der letzte aktuelle wird verwendet und dann geladen. Ja. Das an und für sich alles, was hier die Cloud betrifft. Ansonsten kann ich definitiv sagen, gut, ist ja schade, Multiplayer Bug, der hier zum endlosen Vervielfältigen von Baumstämmen geführt hat, den gibt es quasi nicht mehr, den haben sie gepatcht, definitiv. Es gibt aber dennoch eine andere Lösung, das kann ich euch auf jeden Fall ohne Probleme mitteilen, wenn man hier den Baumstammhalter hat. Dann kann man das mit reinlegen, rauslegen in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Kann man das hier noch nachstellen. So, ich gucke jetzt wegen Vögeln. Ja, ich brauche ein paar Vögel bezüglich Federn. Ja, hier ist auch so ein schöner Abgang. Sind wir auch in der Nähe von der Bucht. Ja, Hase.
allerhand anderes Zeug. Ja, jetzt können wir hier erstmal auf Vögeljagd. Ja, Koffer-Sounds, falls ihr das bemerkt habt, ja. Die sind jetzt auch wieder so, wie sie sein sollen, nämlich original, ja, nicht mit diesem quietschenden Fleisch-Sound. Ja. Das war dementsprechend. Ja, ich kann gerade nichts tun. Ich weiß auch nicht warum. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder. Wunderbar. Jetzt nicht mehr. Ja, gut. Dann eben auf die Art und Weise, auch wenn es nicht gerade die schönste Variante ist. Ja, Bogen haben wir noch nicht. Genau, der wird jetzt erstmal gebastelt hier. 7 Federn müssen ausreichen, denke ich. Ja, und es gibt hier einen Bug, einen kleinen, der nicht immer auftritt. Das heißt, wenn man hier etwa die Pfeile herstellt, wenn man die hergestellt, quasi also kombiniert hat, einfach das Inventar schließen. Das heißt, die liegen noch drauf und dann nicht runternehmen, das Inventar schließen, das Inventar dann wieder öffnen. Und wenn die dann da drinnen noch liegen, einfach runternehmen und das zieht von den Ressourcen, das heißt Stock und Federn nichts ab. Funktioniert jetzt aber nicht immer, ja. Und dann gibt es auch noch einen Bug. Hat mich hier bei uns der Ape Grenade aus dem Forum heute, hatte mir hier oder uns quasi auch die Lösung präsentiert. Ich hatte das gestern schon, aber da hat der Ape Grenade bei uns doch ein bisschen ausführlicher dran gearbeitet und sich angeguckt, dass das wieder ins Laufen kommt. Mit ein bisschen Waffenwechseln war da nicht. Das heißt, wenn man den Bogen in der Hand gehabt hat und zum Beispiel auf eine Axt wechselt, kann es passieren, dass dann mit linker und rechter Maustaste nichts mehr zu tun ist. Und ich habe dann auch andere Waffen probiert, rumgewechselt. Items, die es sonst zugegeben hat, konnte man rumwerfen. Das war kein Problem. Auch so Bälle, Steine oder mit was war das hier? Ja, auch so Cocktails konnte man rumwerfen. Das war überhaupt kein Problem, aber mit Waffen nicht schwingen. Und wie gesagt, der Ape Grenade hat sich das ein bisschen ausführlicher angeguckt. Der ist dann draufgekommen. Irgendwann, wenn man den Bogen wieder in die Hand nimmt, funktioniert das dann wieder. Ja. Muss man einfach ein bisschen probieren. Ja, aber das ist The Forest. Hier und da noch ein bisschen buggy, aber auf einem guten, hervorragenden Weg. Hier ein nettes, feines Survival-Horror-Game zu werden. Und vielleicht ist euch aufgefallen, das Wasser sieht ein bisschen anders aus. Ist auch transparenter. Von den Grafiken ist einiges angepasst worden. Das heißt, hier Felsentexturen ein bisschen erneuert, ein bisschen hier, ein bisschen da. Also ich sag mal ein ganz klein bisschen, so wie sich The Forest eben. Ja, das gibt's jetzt aber nicht. Ja, kein Pfeil, ne? Ja, kein Pfeil mehr. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt das Vieh hier. Ja, kann schon wieder nicht mehr schwingen. Muss den Stock nehmen. Gut. Holen wir uns noch ein paar Pfeilchen. Federn, dann die Pfeilchen. Wo sind die Vögel hier, die immer an der guten Stelle landen? So. Ja.
So, wieder den Bogen in die Hand genommen, Walkie-Talkie wieder eingepackt. Wird ja an und für sich nicht gebraucht. Aber wie gesagt, Felstexturen, alles ein bisschen verändert worden. Sieht alles ein bisschen schicker aus und keine Verbesserungen hier und da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, gut. So. Wir nehmen jetzt das Reh. Das lässt sich jetzt aufnehmen. Und wir bekommen genau hier zwei neue Teile. Das heißt, einmal hier das Wild. Die Wildhaut. Also die Haut des Wildes oder die Haut des Rehs. Hier als Haut bezeichnen. In Wahrheit ist es ein Fell. Und ein Generic Meat. Einfach ein Stück Fleisch. Ja, das kann man auch braten. Dann essen. Ist genau wie jedes andere Stück Fleisch oder wie ein Fischhase, was auch immer. Ja, drei Stück Fleisch pro Hirsch, Reh. So, ich nehme jetzt mal das Fell. Ja, und so sieht das aus, ne? Das Fell. Das heißt, hier ist mit dem Klettern mal nichts los, weil es hier zu heiß, zu kalt ist. Einfach ein gutes Rehfell anlegen und dann ist das an für sich schon wieder alles schön, schick, warm und wohlig. Ja, so wie es sein muss, ne? Es gefällt mir gut. So wie die Lurchhaut lässt sich das anlegen. Das bekommt man hier, das Fell bekommt man vom Reh, ja, und auch vom Waschbären, den man ja auch im Käfig fangen kann, im Hasenkäfig. Und beim Reh ist ganz wichtig, dass ihr Bescheid wisst, das Reh, ja, das lockt die hungrigen Kannibalen an. Das heißt, die spawnen oft aus dem Nichts heraus. Ja, toter Kannibale. Das war es an und für sich auch schon. Ich sag mal, gut, dass ihr wieder reingeguckt habt. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Version. Beziehungsweise beim Selbsterkunden der neuen Version. Ja, und wie immer Grüße an alle, auch an die Freunde, die The Forest noch nicht spielen, aber euch immer danach fragen. Das war ein neues Let's Play. Mit was ist neu in The Forest? Diesmal in der Version 0.11, 0.11a-B mit der Axt im Walde. Ich sag tschüss.